Hallo und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Apex Bull und wir spielen wieder Total War Three Kingdoms. Yo, wir werden hier von Gao Gan angegriffen. Dort haben wir die letzte Folge beendet. Es kommt mir etwas bekannt vor, das Ganze. Es war sogar dieselbe Siedlung. Und zwar ist das Problem das, dass wir drei Generäle sind und wir keinen einzigen haben. Es kann sein, dass wir das jetzt total verlieren, und zwar nur wegen den Generälen. Die Fußtruppen hier sind keine Probleme. Die Wächter sind fast nicht zu töten mit unseren Einheiten. Das heißt, wir werden sehen, wie es ausgeht. Wir spielen es natürlich selbst, haben doppelt so viele Einheiten, aber eben keine Generäle, nur zwei Hauptmänner. Wenigstens haben wir einiges an Bogenschützen und die Gegner nur drei. Okay. Schauen wir mal, wie es läuft. Bin ja gespannt. Gefecht starten. Die Siedlung sieht mal ganz in Ordnung aus. Wird wahrscheinlich wieder von zwei Seiten angegriffen, so wie ich die KI kenne. Okay. Nein, diesmal wirklich nur von einer Seite aus. Hui. Okay, ist gut für uns. Allerdings ist das Problem hier, dass die einen Höhenvorteil haben, und zwar einen gewaltigen. Wir werden das... Wie probieren wir das jetzt? Okay, wir müssen es intelligent angehen. Die gegnerischen Einheiten sind schon sehr geschwächt, unsere allerdings auch. Wir werden hier in Verteidigung gegen Geschosse. Das ist gut. Wir werden unsere Säbelmiliz ganz vorne hinstellen. Und zwar versuchen wir es diesmal wirklich so zu machen, dass wir hier ein bisschen rausgehen und die Türme so lange wie möglich halten. Unsere Bogenschützen werden wir diesmal nicht auf die gegnerischen Bogenschützen schießen lassen, sondern auf ihre Nahkampfeinheiten. Frei ein Ausschalten passt. Okay, ihr seid Gruppe Nummer 1. Hier, die zwei haben wir vorne, die drei lassen wir in Reserve hinten. Machen wir das so. Ich hoffe auf das Beste, allerdings, ja, versprechen kann man nichts. Okay, so sieht es ganz gut aus. Ah, Gefecht starten. Okay, bevor wir wirklich anfangen, lassen wir die hier noch weiter vorrücken. Haben wir beide Einheiten. Ja. Oh, vielleicht. Ist nicht gleich eingenommen wird. So erscheint mir ganz intelligent. Passt. Und hier die müssen wir natürlich als Verstärkung nachschicken. Es ist soweit. Bereit. Bereit machen. Aha, die Hauptmänner haben keinen Plänkel-Modus. Das ist so interessant. Unsere Türme schießen bitte auf die Fernkampfeinheiten. Bereit. Okay, da. Wie sieht's aus? Schilde hoch, meine Freunde. Also hier leiden natürlich trotzdem bittere Verluste hier. Schauen wir mal, ob es besser ist, wenn wir wirklich unser Feuer auf die Nahkampfeinheiten konzentrieren. Ah, diese Scheißgeneräle, die werden es uns leider Gottes verderben, schätze ich mal. Okay, die Verluste halten sich doch noch etwas in Grenzen. Wir rücken hier mit denen vor. Okay, unsere Einheiten beginnen zu schießen. Und da fallen auch schon die ersten Gegner. Wunderbar. Hui. Schwere Verluste erleiden sie. Okay, Gegner stürmt an. Wir schicken unsere Einheiten dazu. Am besten hier hin. Er nimmt die Türme natürlich schon ein. Uah. Schwierig, schwierig, schwierig. Okay, die sind schon dabei, fast zu brechen. Ja, Feiglinge, richtig. Okay, ja, schlecht. Das ist, die Generäle sind einfach verdammt stark. Da kann man fast nichts machen, das ist unglaublich. Diesmal... Ja, unsere Bogenschützen
haben zwar einiges an Trefferquote, aber ja, was sollen wir tun? Nein, nicht auf die schießen, auf die hier schießen, go. Antreten, Schwertkämpfer! Haltet euch bereit! Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Hier aufschießen. Man sieht, der Wächter verliert kaum Leben. Es ist unfassbar. Der hat uns das letzte Mal eine Schlacht gekostet. Gut. Gegnerischen Fernkampfeinheiten kommen dazu. Schwertkämpfer bereit. Unsere anderen Schwertkämpfer laufen leider. Lass den Tod auf sie regnen. Okay, die verlieren wirklich viele Einheiten. Friendly Fire, egal, wir machen komplett random Schaden gerade. Die kommen zurück, gut. Okay, was macht ihr? Jetzt im Wachmodus, Leute. Und dass wir hier die gegnerischen Fernkampfeinheiten noch treffen und ihre Schwertkämpfer. So. Wie läuft's hier rein? Oh, die haben keine Munition mehr. Die auch nicht und die auch nicht. Das heißt, ab in den in den Nahkampf. Munition! Ja. Sie können nicht feuern! Auf Befehl! Go! Bereit machen! Bereit machen! Die hier haben noch ein bisschen. Hier kommt's da hin, falls denen in den Rücken. Go, go! Okay, hier ist auch die Munition weg. Angriff! Die werden fliehen, wenn wir mit den Schwertkämpfern hierher kommen. Oh, da! Oh, nice, die sind auch wieder da. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich kann das Ganze jetzt mal ein bisschen beschleunigen. Alter, der Wächter macht uns platt. Ihre Einheit flieht! Jo! Feiglinge! Wie gedacht, die hauen ab. Angriff! Ist sie platt? Ihre Einheit fliegt! Okay, sehr gut. Feiglinge! Wen werden wir jetzt holen? Wir müssen hier den Streiter machen wir platt. Ah, es sind zwei Wächter sogar. Konzentrieren wir uns mal auf den Streiter. Ansonsten passt eigentlich alles von den Einstellungen her. Ja, man sieht, wir können nicht so wahnsinnig viel tun. Die plätten uns einfach. Wir haben nur noch Bogenschützen hier. Rein. Wir verlieren an Boden. Oh boy. Über 300. Fast 300 haben sie. Mehr als 300 haben sie umgebracht. Pervers. Die sind generell weg. Die könnten wieder zurückkommen, wenn wir Glück haben. Unsere Männer rennen davon. What the fuck, Mann? Keine Chance, mannhafte Niederlage. Er bringt uns nichts. Also die Generäle sind natürlich im Romance-Modus unfassbar stark. Vergleicht's mal die getöteten Einheiten hier. Ja, ein Witz. Okay, aber sie haben fast alles verloren. Bis auf 60 Soldaten. Tja, es ist wie es ist. Hauptsache wir haben die Armee geschwächt, aber ja. So. Hier hat sie sich das geschnappt, das können wir Gott sei Dank schnell wieder zurückerobern. Unsere Mission ist gerecht und ehrlich. Ansonsten. Liu Biao ist tot und wurde von Liu Kong ersetzt. Okay. Mhm, wir sind jetzt. Chu Han heißen wir inzwischen.
Hier dabei, in der Koalition, die Siedlung verloren ist klar. Aha. Ich rede mit meinen Beratern. Van Hau. Das war der hier oben, glaube ich. Ich lehne ab. Ja, der hier. Für China! Ja, dann mag er uns halt nicht mehr. Das sind keine Feinde, oder? Unmöglich. Gong Sun San, doch. Bleibt anständig. Ach, Gong Sun San. Hier. Und du? Nein. Erhebt die Bauern. Ja, eigentlich wollten wir diese Armee ja auflösen. Und sich jetzt noch nichts. Wir können hier, und das ist jetzt ganz gut, Nahrung durch Fischerei gibt's hier. Wo war es denn? Hier war irgendwas, was uns genau. Plus 25 Nahrungsproduktion, plus 25 Nahrung durch Landwirtschaft, also 25%. Minus 1, sehr gut. Okay. Was müssen wir weiter tun? Hier können wir sofort hier runter, das ist in Ordnung. Und das wieder einnehmen. Schlagt sie nieder! Oh. Oh, oh, oh. Nicht möglich. Nicht möglich. Nein. Ja, wir könnten hier in den Hinterhalt legen. Was ist die Chance? 85%. Auf der Lauer. Machen wir so. Vielleicht ist die KI wieder mal so blöd. Irrsinn. Hier, das gehört Lady Wu. Können wir unsere Einheiten hinschicken? Jo. Nach der Reise ist Besinnung Pflicht. Geht sich grad und grad nicht aus. Wir werden trotzdem mit hinmarschieren. Ehre. Und auch diese Armee kommt mit. Über Geschehnisse nachzudenken. Immer weiter. Jo. In Ordnung. Schauen wir mal, wie es aussieht. Wer will Frieden? Wer will sonst was? Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Wie viel will sie denn noch? Wie können wir 26, China helfen? 19.9. Okay, wir müssen noch ein bisschen unsere Sachen zurückholen und dann können wir Frieden mit der Lady Wu, schließen. Hier drüben, jetzt hier mit Armeen von ihr aus, ist alles noch in Ordnung. Diese Armee beschützt hier unsere Sachen. Wir könnten mit denen vorrücken. Hm. Hier unten zum Werkzeugmacher könnten wir hin. Ja, tun wir das doch. Können wir in die Marschstellung gehen, rein theoretisch, ja. Na? So. Bringt eure Reserven. Okay, machen wir mal hier in Ling. Ling. Eine Pause, toller Name. Jetzt ist jetzt mit Wuzi, haben wir bekommen. Und hier kurz, was für Sachen unser Bübü hat. Befördern. Könnten ihn befördern. Dann wäre er etwas zufriedener. Ja, machen wir das. Prestige wird durch. Moment. Hier befördern, dann wird er was Höheres als Verwalter, oder? Gratulation. Okay. Ansonsten, wie sieht's denn mit Generälen aus oder Kandidaten für unsere. Naja, nein. Gibt's keinen guten für unsere Reihen. Stammbaum. Können wir niemanden verheiraten, also nicht unsere Kinder. Können wir den. Lübu verheiraten. Wir haben die Kohle, glaube ich, nicht, oder?
Nein. Doch, hätten wir. Weiß nicht, warum es nicht gegangen ist. Egal. Dann schauen wir auf jeden Fall, dass wir weiterbauen. So, hier ist die Rebellion bevorstehend, wie immer. Ach Gott. Könnten die kurz... Nein, können wir nicht rausnehmen, weil sonst haben wir ein Problem. Allerdings haben wir hier eine Armee in der Nähe. Ist okay. Sonst können wir hier was bauen. Nicht wirklich, nein. Das wäre noch eine relativ reiche Provinz. Oh, hier können wir die öffentliche Ordnung verbessern. Super. Das wäre wichtig. Hier mehr Produktion für Nahrungsmittel. Umbau würde nur eine Runde dauern. Allerdings kostet es sehr viel. Wir warten noch kurz. Außerdem haben wir, glaube ich, einen Auftrag. Ja, einen Auftrag hier. Und das werden wir hier in Behai machen. Und es gibt leider nicht den, den wir gerne hätten. Schade. Wir hätten gern einen, wo wir mehr Nahrung bekommen. Aber werden hier... Hier können wir keinen erstellen. Damn. Ah, das ist auch gefährlich. Hier hoffentlich schlägt der Hinterhalt nicht fehl. So. Hier in Taishan können wir auch noch was bauen. Ah, das hatten wir schon. Ja, das ist ja ziemlich am Ende gewesen alles. Das würde uns viel Einkommen geben. Jo, bauen wir. Weil das vielleicht sogar besser wäre, können wir uns nicht leisten. Wir werden das hier so verbessern. Dann haben wir noch einen Mini-Mini-Puffer an Geld. Okay. Ja, früher oder später müssen wir die Steuern wieder senken. Schauen wir mal ganz kurz Diplomatie. So. Handel haben wir nichts mehr. Vereinigung können wir auch nicht vorschlagen. Ansonsten Frieden. Du sicher nicht. Okay, das ist kein Problem. Gaogan. Gongsun San. Was willst du von uns für Frieden? Nicht hier schon. Zu viel. Wieder. Okay, wir werden die Runde so beenden. So, Hinterhalt erfolgreich. Tada! Wunderbar. Den werden wir natürlich spielen. Wie viele Kavallerieeinheiten haben sie sonst? Eine. Eine und das war's. Das ist gut. Sperreinheiten haben sie doch relativ viele. Das ist schlecht, weil die unsere Kavallerie fangen werden. Schnell speichern, Gefecht starten. Ah, wir spielen das natürlich selber, weil die Verluste bei Weitem geringer sind. Es werden uns hohe Verluste vorausgesagt. Und wenn wir es so machen, dann ja, werden die nicht ganz so hoch ausfallen. Hoffentlich, wenn wir es richtig machen. Sonst haben wir ein Problem. So, wie immer der obligatorische Schluck Kaffee. Und der obligatorische Versprecher. Ein obligatorisch. Okay, wir geben die alle mal hier hin. Bei Regen gehen trotzdem Brandgeschosse, das ist gut. So. Wie sind sie denn angeordnet? Hier werden wir mit der Kavallerie reinkommen. Okay. Ich habe einen ungefähren Plan. Ungefährer Plan heißt gar keinen. Naja, wir stellen hier oben unsere Artillerie auf. Im Wald. Gibt uns Fernkampfresistenz, das ist gut. Die wird am besten hierhin feuern. Dann nehmen wir unsere
Kavallerie, die leider natürlich keine Formationen hat. Kopieren die einfach mal, obwohl wir sie aufteilen. So. Und so. Sollen dann sofort angreifen. Okay, die Säbelmiliz hier. Was machen wir mit der? Kann uns entweder hier vorne unterstützen oder hier hinten. Ich würde sie gerne gegen die feindlichen Bärträger schicken. Dann machen wir hier. Hier sind drei Einheiten. Sperrträger. Dann werden wir hier noch zwei runterschicken. In Gruppe 2. Der Kommandant hier. Was machen wir mit dir? Du hast Fernkampfblockchance. Unser Vorreiter hat diesen Moralblödsinn. Und eine passive Stärkung. Ah, das ist gut. Und du hast auch eine passive Schwächung. Die Bogenschützen werden wir zur Artillerie hinstellen. Auseinander mit euch. Passt. So. Dann haben wir noch alle drei Generäle bereit. Einen würde ich gern den hier bei der Kavallerie dabei haben. Ich hätte ich gerne hier dabei. Den Strategen werden wir hier hinstellen. So. Vier Einheiten Speerträger noch. Was machen wir mit denen? Die werden wir hier und hier hinstellen. 1, 2, 3, 4. Jo. Wir machen das so. 1, 2. Hier bei der Kavallerie. Und euch beide hier vorne hin. Zack. Hier und hier. Passt. Sieht gar nicht so schlecht aus. Irgendwie, ja. Frage ist, okay, hier die Bogenschützen werden nicht draufstürmen. Die Sperrkriege müssen wir dann irgendwie binden. Das machen wir mit dem hier. Okay, ich glaube, so passt es ungefähr. Wir starten das Gefecht und drücken gleich auf Pause und erteilen die Befehle. Ich glaube, die Bogenschützen wissen eh, was sie zu tun haben. So, ihr hier, Wachmodus ein. Euer frei einschalten. Größte Gefahr stellen eigentlich Bärträger hier da. Passt. Hier rein, bitte. Dann machen wir es so. 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 Hier runter. Ist noch keinen Befehl, oder wie? Nein, habt ihr nicht. Hierhin. So, die Kavallerie. Ganz nach Plan hier rein. Am besten so. Zack, okay, die sollten dann wirklich sofort fliehen, wenn wir mit ihnen fertig sind. Und hier schauen wir, dass wir die dabei irgendwie binden können mit unseren Sperrträgern. Okay. Haben wir allen Befehle erteilt? Ich glaube schon. Vielleicht gibt es noch was Spezielles. Ah nein, der Stratege hat noch keinen Befehl. Und ihr habt schon einen. Gut, Stratege hier runter bitte. Und ihr... was machen wir mit euch? Könnt jetzt eigentlich direkt hier hinschießen. Ja. Okay. Wir hoffen. Und schauen, was passiert. Bam. Sie haben unsere Männer gesehen. Oh.
Ich liebe den Kavallerieansturm. Okay, wir ziehen die Kavallerie sofort zurück. Die sollen gleich nochmal anstürmen. Unser General darf dabei drinnen bleiben. Er soll den Debuff gleich raushauen. Okay. Hier hin. Nein. Plötzlich hier hin. Wird der hier jetzt angezeigt? Mit dem will ich gar nichts machen. Okay, passt. Hier stürmt's an, so wie es machen soll's gut. Ah, machen wir es so, mach ich da hin. In Ordnung. Und du. Ja, ansonsten, es macht eh jeder das, was er tun soll. Wir können hier die Fernkampfblockchance einschalten. Bin noch nicht gefeuert. Wenn die hier hinschießen, ist gut. Oh, die ballern da Vollgas auf uns. Bogenschützen, die gegnerischen. Schauen wir, dass wir die Artillerie hier hinschießen lassen. Kavallerie kann weglaufen derweil. Jo, hier rein. Hier auch hier rein. So. Ein Kamerad wird angegriffen. Hier ist auch schon ziemlich vorbei. Nicht nachlassen! Befehle! Bereit machen! Wir werden die Artillerie hier hinfallen lassen. Okay, die Reiter, Kavallerie nochmal raus und anstürmen lassen. Zwei von denen können hier rüber zu den Fernkampfeinheiten. Und hier reinlaufen. So. Hier dabei einen erneuten Ansturm. Go, go. Ja, die stehen mit dem Rücken zu euch. Wunderbar. Boom! Drängt sie rüber, ganz euch die Schwertinfanterie. Vergeudet nicht die Chance auf Rache. Okay. Für diese Beleidigung töte ich euch. Hier fliehen ziemlich viele. Angreifen! Hier hat es das da auch ziemlich unter Kontrolle. Mehr oder weniger. Ihre Einheit flieht. Feiglinge! So, der Stratege macht relativ wenig. Der Stratege kann sich diesen Fernkampfeinheiten zuwenden. Achtung, Bogenschützen! Feuer! Bogenschützen bereit! Okay, passt gut so. Du kümmere dich noch um die hier. Ja. Schildwall haben wir, oder was ist das? Wir sollten gleich mal brechen. Ja. Und hier den Strategen um. Sehr gut, ihr dürft es ein bisschen verfolgen. Gleiche hier. Und es ist eigentlich mehr oder weniger gewonnen. Folgt es noch. Und gönn dir hier den General, wenn es geht. Da brennt alles. Und schauen wir, vielleicht kriegen wir den hier noch. Wunderbar. Na, wie kommt's an? Ich glaube schon. Jo. Hopp, 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 hopp. Nein, leider. Leider, leider. Wie sieht's hier drüben aus? Ja, ist vorbei, das Ganze. Schauen wir uns die Verluste an. Knapper Sieg. Naja, würde ich nicht sagen, aber egal. Also wenn das ein knapper Sieg ist, dann weiß ich nicht wesen. Bei ihnen hat eigentlich nur der General und diese Einheit viel Schaden angerichtet. Bam! Feiern wir unseren verdienten Sieg! Jo. Immerhin gibt es uns Kohle. Sie könnte uns einiges geben, wäre aber... Aha. Wenn wir sie freilassen, bekommen wir 400.
Wir sehen kein Level. Wir lassen sie frei. Dieses Mal lasse ich Gnade fallen. Wir wollen die Kohle. Und hier hätten wir gerne den Nachschub. So, was passiert weiters? Eieiei, viele Einheiten auf dem Weg zu uns. Wir müssen unbedingt schon mit der Lady. Jo, sie hätte gerne Frieden. Sie will, dass wir ein Vasall von ihr werden und sonst noch einiges Zeug. Ist es? Eure Wahl. Mhm, unsere Wahl, richtig. Da werden wir jetzt angegriffen. Das ist schlecht. Wir können uns zurückziehen. Das macht wenig Sinn, hier zu kämpfen. Hoffentlich geht sich's aus. Ja, Gott sei Dank. Ja, hier rückt sie mit einer Armee auf unser Land vor. Beugt ihr euch nicht, so werdet ihr brechen. Aha, der hat uns den Krieg erklärt. Wer ist das überhaupt? Liu Shang. Arsch. Wir können unsere Verbündete nicht um Hilfe, Verbündeten nicht um Hilfe rufen. Die haben keinen Bock. Toll. Bringt uns wahnsinnig viel, mit denen verbündet zu sein. Beziehungsweise in einer Koalition sind wir. Okay. Mhm. Hier ist also mehr Krieg. Gut, die haben uns den Krieg erklärt, ja. Unser Spion ist wieder da, hat leider keinen Erfolg gehabt, wurde nicht eingestellt. So, was gibt es hier zu tun? Da ist die Rebellion. Hier können wir das einnehmen, das ist in Ordnung. Können wir delegieren. Jeder Sieg verleiht dem Reich Sicherheit. Besetzen. Es wäre ratsam, diesen Ort zu besetzen. Verkündet meine Ankunft. Kriegen wir die irgendwie? Nein, leider. Leider. Okay, hier haben wir zwei Armeen, mit denen wir weiter vorrücken könnten. Hierhin wäre nicht blöd. Da sieht's problematisch aus. Die Wahrheit ist eine unlöschbare Flamme. Nein. Fördert Leidenschaft. Wir könnten uns nach Jed zurückziehen. Für China. Vertraut eurem Instinkt. Das machen wir. Der Eroberer kehrt zurück. Dann haben wir auch noch eine relativ gute Garnison, das ist gut. Okay, hier haben wir ein kleines Problem. Dong. Ja, wobei die eine geile Garnison haben, das passt auch. Rebellion wird sich bald drum gekümmert. Okay. Unsere Charaktere haben Level. Ein Level ab zumindest. Okay. Hier oben. Hong Sun Sun haben wir Krieg. Hier haben wir diese Armee, die kann die umhauen. Zurück auf Ausgangsposition. Können wir delegieren, wir wollen die Armee so oder so früher oder später auflösen. Bam. Das Volk kann nicht zum Schweigen gebracht werden. Wir nehmen die Kohle. Sie kämpften nur für ihren Glauben. Bleibt in Bewegung. Lösen wir die auf? Ich glaube schon, da ist kein Feind mehr in der Nähe. Ich stehe. Und wir brauchen die Kohle. Wer vorsichtig ist, ist schlau. Gut, wir kriegen 2600 pro Runde. Hier drüben haben wir noch eine Armee, die wichtig ist. Wir könnten hier. Ja. Schauen wir mal, was die Lady Wu für Frieden will.
willkommener Anblick. Nicht unendlich viel. Okay, vielleicht können wir sie einfach mit Unterstützungen bewerfen. Wir geben dir... Ist jede Unterstützung gleich viel wert? Das frage ich mich. Nein. Okay, es gibt welche, die sind mehr wert, manche, die weniger wert sind. Wir geben ihr die wirklich guten. Wir brauchen diesen Frieden. Und hier noch irgendwas, was wir nicht brauchen. Das hier. Okay. 6,2 will sie noch. Wird extrem viel Nahrung. Okay. Handelsabkommen hat sie überhaupt keinen Bock, leider. Schau mal, wie viel Kohle sie will. Bin durchaus gewillt, ihr einiges zu geben. Na? Da klicken wir, glaube ich, lang. Okay, dann geben wir mal 6000 ein und schauen, was passiert. Ugh. Was können wir noch geben? Nahrung. 23 Nahrung. Wenn wir ihr die Nahrung geben und Kohle, wird's gehen. Wir erkaufen uns den Frieden teuer und werden den dann nutzen, um uns weiter nach Osten auszubreiten. Das ist aber wichtig. Okay, mehr können wir ihr nicht geben, oder? Nein, leider. Nö. Ach Gott. Hier gibt's nichts Wichtiges. Ey, da haben wir schon eingegeben. Passt, schauen wir mal, 4000. Sie will mehr. Ah, come on. Oh, das ist alles teuer. Sag ja. Okay, wir geben ihr jede Runde 174 auch noch. Das tut irgendwie weh, aber... müssen es wohl oder übel machen. Ja. Eure Bedingungen sind akzeptabel. Ja, für sie ist natürlich akzeptabel, hallo. Chengdu will Handel. Was bekommen wir für den Handel mit dir? Tretet einfach ein, Freund. 1100, okay, gib uns noch Geld. Brauchen dein Geld oder Nahrung. Ja, hat er keine. Regelmäßige Zahlungen will er uns nicht geben. Geld will er uns auch nicht geben. Okay. Gib. So. Wir stimmen zu. Gut, wir werden uns jetzt in Zukunft darauf konzentrieren, unsere Wirtschaft zu stärken. Werden schauen, dass wir hier nach Osten irgendwie expandieren. Diese Kriege beenden. Niemals. Ja. Die Kriege beenden, jetzt können wir uns den diplomatischen Status anschauen. Hier können wir was einnehmen. Und hierüber können wir wirklich viel einnehmen. Das ist alles in Ordnung. Okay. Und hoffentlich wird in dieser Zeit die Madame Wu nicht allzu stark. Das wäre nämlich ein Problem. Aber wir beenden diese Folge für heute oder für jetzt.
Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Hinterlasst doch einen Like, einen Comment oder wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr ein Abo dalassen. Ja, schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Euer Apex Bull. Ciao.